liegst du einen Platz weiter vorn. Ausgezeichnet, das ist die neue schnellste Rundenzeit in diesem Rennen. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran! Thank you.
Tolle Leistung. Du bist heute ganz in unserem Sinne gefahren. Hier wurde die freie Fahrt an der Spitze optimal genutzt. Keine Chance für die Verfolger, auch nur ein einziges Mal in den Windschatten zu kommen. Was für ein Sieg hier in Monza. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was hat Sie denn von den anderen abgehoben? Es klingt vielleicht etwas vereinfachend, aber ich denke wirklich, dass es vor allem an der Qualität des Autos lag. Die Fähigkeiten des Fahrers sind natürlich wichtig, aber ohne ein solides Team erreicht man nichts. Wenn man diesen idealen Punkt erreicht, an dem man einen exzellenten Fahrer und ein unglaubliches Auto hat, dann erzielt man Resultate, wie wir sie heute erlebt haben. Bei der Siegerehrung sehen wir den roten Anzug, der den Fans auf der ganzen Welt bekannt ist. Ein Weltklasse-Sieg für ein Weltklasse-Team. Ferrari hat es wieder einmal geschafft. Mit dem heutigen Punktgewinn übernimmt Charles Leclerc die Spitzenposition in der Meisterschaft. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Charles Leclerc hat heute genau gezeigt, wie man mit der Strecke zurechtkommt. Er hat so gut wie keine Fehler gemacht, das war unglaublich. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal.